Hallo und herzlich willkommen auf dem Acker. Ist schon wieder ein bisschen spät. Lichtverbindung mal wieder schlecht, deswegen Acker. Da hinten ist der Wald und hier bin ich. Und ich habe eine Frage bekommen. Und zwar möchte der Herr Pasulke, so heißt er nicht, aber ich nenne ihn jetzt mal so, weil ich lustig bin, der möchte gerne wissen, wie er denn zum Geier in Nordrhein-Westfalen einen Wald finden soll, der nicht in irgendeiner Form ein Schutzgebiet ist. Der möchte nämlich gerne mal eine Nacht im Wald übernachten, hat er noch nicht gemacht, jetzt will er mal gerne, aber er findet ums Verrecken keinen Wald, in dem er das kann, weil alles Schutzgebiet ist, bei ihm in der Ecke. Gut, jetzt, erstens, glaube ich dir gern. Ne? Insbesondere nämlich da, wo viele Leute wohnen und wo es vergleichsweise wenig Natur gibt. Und das trifft jetzt nicht auf gesamt Nordrhein-Westfalen zu, aber auf Teile von Nordrhein-Westfalen sicherlich. Ne? Da gibt es schon so Fleckchen. Köln, Bahnhofsplatz oder so. Da gibt es zwar ein beeindruckendes Bauwerk, und damit meine ich nicht den Bahnhof, sondern das Ding, was nebendran steht. Aber Natur nicht so viel. Ne? Und ja, generell, wisst ihr ja, also wer da mal in der Gegend ein kleines bisschen unterwegs war, weiß zumindest, dass es auch Ecken gibt, in denen es wirklich wenig Natur gibt. Ne? Es gibt auch welche, klar, will ich gar nicht bestreiten, aber auch wenig, manchen Stellen. Ne? Es ist räumlich durchaus getrennt. Gut, gibt es jetzt aber in den Gebieten, wo es keine Natur gibt, beziehungsweise nur wenig, doch mal ein bisschen Grün, das noch einigermaßen natürlich ist, dann wird da ganz schnell der Naturschutzgebietstempel draufgedrückt. Puff. Völlig zu Recht im Übrigen, völlig zu Recht. Und man darf da ja schon durchlaufen. Man darf halt nur nicht vom Weg runter und man soll da auch nicht drin übernachten. Und bei so wenig Grün im urbanen Raum finde ich das auch durchaus gerechtfertigt und eine gute Sache. So, heißt, solltest du jetzt, spielen wir mal alle Szenarien durch, deshalb ist es ganz gut, dass ich nicht weiß, wo du ganz genau wohnst. Aber solltest du jetzt, spaßeshalber angenommen, tatsächlich mitten in Köln wohnen, so in der Nähe vom Hauptbahnhof, dann musst du ohnehin eine Weile fahren, bis du, also gehe ich mal von aus, bis du in einen einigermaßen brauchbaren, für unsere Zwecke brauchbaren Wald kommst. Ich würde dir empfehlen, fährst nach Osten, fährst du spätestens, wenn du an der Grenze zu Hessen bist, bist du quasi in einem riesen Waldgebiet. Ne? Da gibt es nämlich wirklich ein ganz großes zusammenhängendes Waldgebiet, kann man auch wunderbar auf diversen Google Maps und ähnlichen Zeugs erkennen. Und da kann ich bestätigen, weil ich da gestern war, dass es da durchaus Wälder gibt, die kein Schutzgebiet sind, in denen man übernachten kann. So, und da habe ich auch getan, aber dazu irgendwann mal, ne? Irgendwann mal mehr. Jetzt hat Folgendes. Wenn du jetzt in einer Region bist, die nicht ganz so wenig Wald aufweist, dann hast du jetzt auch immer eine Chance, einen Wald zu finden, der kein Schutzgebiet ist. Ich habe jetzt noch keine Ecke in Deutschland gesehen, in der das unmöglich wäre. Man muss nur so ein kleines bisschen was über generell diese ganzen Schutzgebiete eben entsprechend wissen. Und zwar muss man da unterscheiden zwei Kategorien von Schutzgebieten. Die krassen und die anderen. So, und die krassen, das sind namentlich drei Sorten, beziehungsweise eigentlich vier. Das vierte ist aber so winzig klein, dass man immer aus dem Weg gehen kann. Nennen wir sie mal schnell. Der Klassiker ist das Naturschutzgebiet. Das muss genau so heißen. Naturschutzgebiet. Nicht irgendwie anders, sondern Naturschutzgebiet. Dann gibt es den Nationalpark. Der muss auch genau so heißen und nicht irgendwie anders. Im Fall von Nordrhein-Westfalen wäre, glaube ich, die Eifel. Das ist auf jeden Fall ein Nationalpark, der so heißt. Und ich glaube, der liegt auch in Nordrhein-Westfalen. Das wäre dann eben entsprechend euer Nationalpark. Und wenn der existiert und ich mich jetzt nicht völlig irre. Und dann gibt es noch theoretisch das sogenannte Biosphärenreservat. Da ist zwar nicht alles streng, aber das meiste. Und auch da kann man im Regelfall nicht einfach so drin übernachten. Und zu guter Letzt, und wirklich diese Namen, die sind deutschlandweit immer so, und diese Namen, diese Begriffe, die sind wirklich wichtig, weil sonst kommt man durcheinander. Und dann gibt es noch das Naturdenkmal. Das ist quasi das gleiche wie ein Naturschutzgebiet, nur ist es deutlich kleiner. Das kann zum Beispiel ein Baum sein. Ein Baum. Peng. Unter diesem Baum darf man dann zum Beispiel nicht schlafen und unter diesem Baum soll man dann auch nicht laufen. Aber das war es auch. Das, der Rest, das komplette Schutzgebiet ist quasi der Einfluss, der unmittelbare Einflussbereich dieses Baums. Es gibt auch manchmal Felsen, die ein Naturdenkmal sind und dann halt alle Pflänzchen, die auf dem Felsen und im unmittelbaren Einflussbereich des Felsens so wachsen und so weiter und so weiter. Also das Naturdenkmal ist im Regelfall kein Problem. Da muss man 5 Schritte machen, dann ist man raus. Naturschutzgebiet. Die können ziemlich groß sein. Die können ein paar 100 Hektar, die können auch mal 1000 Hektar, die können auch noch mal mehr als 1000 Hektar haben. Da geht schon was. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Und die können einen schon ein bisschen
nerven, in Anführungszeichen. Naturschutzgebiete sind im Regelfall wirklich fast immer gerechtfertigt. Ich kenne ein einziges Beispiel, da bin ich ewig nicht gewesen, weil es sieht da jetzt anders aus, wo ich nicht verstehen kann, warum das unbedingt Naturschutzgebiet sein muss. Bei allen anderen machen die immer Sinn. Also da darf man sich wirklich nicht zu sehr beschweren. Nationalparke sind auch alle sehr schön und vor allen Dingen gibt es davon vergleichsweise wenig. Die sind alle eine zusammenhängende Fläche. Denen entsprechend auszuweichen ist auch nicht besonders schwierig. Leider siegen sie meistens halt genau da, wo es am allerschönsten ist. Genau da, wo man am liebsten natürlich ein bisschen abseits die Wege gehen würde. Aber genau deshalb, weil es da nämlich alle tun würden, darf man es da ja eben nicht. Also auch das ist wieder gerechtfertigt. So, und das Biosphärenreservat, das ist so ein Mittelding zwischen, ja, Naturschutz und nachhaltiger Tourismus und vor allen Dingen Bildung für nachhaltige Entwicklung und so ein Krempel. Ne? Auch eine schöne Sache, gehen wir einfach mal davon aus, dass wir da drin auch nichts dürfen. Es gibt da schon noch ein bisschen Differenzierungsmöglichkeiten, aber wir sind auf der sicheren Seite, wenn wir da einfach auch nichts machen, außer durchlaufen. Ne? Oder auch mal auf die Bank sitzen und so ein Kram. Oder mal eine Führung da mitmachen, wenn es da mal eine gibt. Gibt es da auch immer. Oder irgendein Seminar und so weiter. So, das sind also die krassen. Alles andere bringt nicht automatisch ein Betretungsverbot mit sich. Ne? So. Es gibt Wasserschutzgebiete, die so krass geschützt sind, dass es nochmal zusätzlich ein Betretungsverbot gibt. Das ist zum Beispiel um Trinkwasserreservate der Fall. Beispielsweise. Oft. Nicht immer. Oft. Weil man hatte keinen Bock, einen riesigen Zaun aufzustellen. Zum Beispiel. Ne? Das wäre also so ein Sonderfall. Aber ansonsten gilt Trinkwasserschutzgebiet. Ist egal. Also es sei denn, du willst eine Flasche Benzin in den Wald kippen, aber dann gehörst du damit übergossen und angezündet. Ne? Also das heißt, es ist im Grunde egal. Dann gibt es das Landschaftsschutzgebiet. Sehr, sehr häufig das Landschaftsschutzgebiet. Das hat genau zwei Auswirkungen auf uns, wenn wir drin unterwegs sein wollen. Nämlich erstens, wir dürfen den Charakter der Landschaft nicht verändern. Heißt, wir dürften keine größeren Grabungsarbeiten durchführen. Man kann mit einem Klappspaten von der Bundeswehr sehr wohl sehr größere Grabungsarbeiten durchführen. Und das dürfte man dann halt da eben nicht. Man dürfte auch keine Bäume fällen. Man dürfte insbesondere keine Bäume fällen, die mitten in der Landschaft stehen. Das darf man aber sowieso nicht, wenn man nicht der Grundeigentümer ist. Der Unterschied ist im Wesentlichen der Grundeigentümer darf es halt auch nicht. Ne? Also keiner darf da quasi irgendwelche charakteristischen, die Landschaft prägenden Bäume fällen. Das darf man im Übrigen sogar auch dann nicht, wenn es kein Landschaftsschutzgebiet ist, aber lassen wir das. Alles, was irgendwie geeignet ist, den Charakter der Landschaft zu verändern. Größere Maßnahmen, die wirklich optisch von Weitem zu erkennen sind. Den Wald anzünden, kompletten Wald roden, ein Haus bauen, einen Kirchturm auf die Wiese setzen. So ein Scheiß. Ne? Also nichts, was man als kleine Person, Einzelperson machen könnte. Höchstens wirklich noch riesige Grabungsarbeiten für irgendeinen Bunker, den du dir ausheben möchtest mit der Schaufel oder einen riesen Stollen, den du in den Wald buddeln möchtest. Ja, Survival Martin lässt grüßen, aber der ist ja nicht im Landschaftsschutzgebiet. Sein Stollen ist im Grunde völlig unbedenklich, also naturschutztechnisch gesehen. Naja, sagen wir mal zu 95% unbedenklich und man muss es jetzt nicht übertreiben. Was haben wir noch? Achso, ja, die zweite Sache, die noch wichtig ist beim Landschaftsschutzgebiet. Man darf im Landschaftsschutzgebiet natürlich auch kein Feuer machen, das darf man auch sonst nicht, aber im Landschaftsschutzgebiet kostet es mehr Geld, wenn man erwischt wird. Auch Zelten, was man sonst auch nicht darf, darf man erst recht im Landschaftsschutzgebiet nicht und wenn man da erwischt wird, kostet es mehr Geld. Aber ansonsten, ne, keine großen Unterschiede. Stinknormal lagern, also sprich mit dem Schlafsack auf dem Waldboden pennen und gar nichts drüber spannen, weil schönes Wetter ist, das darf man. Beziehungsweise das ist nicht verboten. Gut, und dann gibt es die ganzen europäischen Schutzgebiete. Die sind jetzt auch nochmal wichtig, weil die sind häufig. Die sind sogar verdammt häufig. Und, schmeißt doch die Kamera um. Und wenn man jetzt entsprechend auf so einer Karte guckt, diese lustigen interaktiven Karten, die es da zum Teil gibt, ne? Ich verlinke eine in der Videobeschreibung, dann findet man in diesen Karten, eben wenn man auch noch die ganzen FFH-Gebiete, beispielsweise FFH-Gebiete wären sowas, aktiviert, findet man dann gefühlt überall ein Schutzgebiet. Wahrscheinlich hast du das vielleicht sogar gemacht. Und deswegen hast du wahrscheinlich das Gefühl, es sind überall Schutzgebiete. Die kann man aber ignorieren, weil die haben durchaus Auswirkungen auf zum Beispiel Landwirtschaft, auf Forstwirtschaft, auf Leute, die da ein Grundstück haben und all sowas. Die haben aber keine Auswirkungen, zumindest noch nicht, auf das Betreten der Landschaft. Die Landschaft darf weiterhin frei betreten werden. Lediglich, jetzt muss ich doch mal kurz hier drehen. Ja, jetzt. Lediglich
In ganz seltenen Fällen ist zusätzlich auch das Betreten verboten, aber dann ist es meistens ein kombiniertes FFH-Gebiet oder Vogelschutzgebiet oder Flora 2000-Gebiet oder was auch immer. Und zusätzlich ein Naturschutzgebiet. Das ist oft, dass das beides gleichzeitig der Fall ist eben. Ist es aber nur so ein europäisches Ding, dann kann es uns das egal sein. Das heißt, auch da sollte man dann, wird man vielleicht strenger bestraft, wenn man Feuer macht, aber wir machen ja sowieso kein Feuer. Ne? Aber erstmals durch das Übernachten ist es wirklich völlig unerheblich. Und der häufigste Fehler, der gemacht wird, beziehungsweise das häufigste Problem bei dieser Fragestellung, wo man jetzt pennen darf und wo nicht, wo ist Schutzgebiet und wo nicht, ist der Naturpark. Der Naturpark wird nämlich erstens ständig mit dem Nationalpark verwechselt, ist aber ganz was anderes. Und zweitens hat der Naturpark naturschutzrechtlich gesehen überhaupt keine Auswirkung. Gar nicht. Der Naturpark ist nämlich ein Zusammenschluss von Gemeinden, Gastronomie und sonstigen am Tourismus interessierten Gewerbe. Und die tun sich zusammen und sagen, hier in unserer Region, die wir jetzt selbst mit selbsternannten Grenzen, ist der Naturpark, weiß ich nicht, meinetwegen Schwarzwald Mitte Nord. Ne? Das ist der, in dem ich hier hocke. Mir fällt jetzt gerade spontan kein anderer ein, aber es gibt noch viele. Ich habe auch schon viele gesehen. Und jetzt gerade war ich ja auch gerade wieder in einem anderen. Wie hieß denn der? War das das Siegerland oder war das das Sauerland? Jedenfalls, da gab es auch so ein Ding. Und der hat jetzt rechtlich gesehen, für uns als Mensch, der in der Natur unterwegs ist, null Auswirkungen, null. Was allerdings vorkommen kann, ist, dass die trotzdem Schilder aufhängen und darauf hinweisen, dass man sich doch im Naturpark sonst was besonders rücksichtsvoll aufhalten, verhalten soll und die Wege nicht verlassen soll und das Wild ja nicht stören und ja keinen Müll liegen lassen und so weiter und so weiter. Wichtig, 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 das sind Bitten. Das sind keine Vorschriften. Vorschreiben darf das nur, wenn es staatlich entsprechend auf einem amtlichen Schild gekennzeichnete Schutzgebiete sind. Da haben wir jetzt den springenden Punkt. Ein Schutzgebiet, das dir das Betreten verbietet, muss irgendwo einigermaßen sinnvoll verteilt mit amtlichen Schildern entsprechend gekennzeichnet sein. Der gute Schilderwald in Deutschland kommt uns in dieser Hinsicht wirklich sehr zugute, weil wenn wir überhaupt kein Schild finden können, dann können wir zumindest mal nicht bestraft werden, weil wir nicht wissen können, weil man nicht verwarten kann, dass wir sämtliche Verwaltungsakte unseres jeweiligen Bundeslands auswendig kennen, zu wissen, dass das jetzt ein Schutzgebiet sein soll, wenn kein Schild da ist. Soll also heißen, wenn du irgendwo hingehst und rennst da in den Wald und du findest auf den Waldwegen, an den üblichen Orten, wo du man den Wald auf einem Waldweg betreten kann, kein Schild, das dir sagt, dass das jetzt hier ein Naturschutzgebiet ist oder ein Nationalpark oder ein Biosphärenreservat oder irgendein anderes Schutzgebiet, das zusätzlich auf dem Schild noch darauf hinweist, dass aufgrund besonderer Bestimmungen hier zusätzlich Folgendes verboten ist, nämlich zum Beispiel das Verlassen der Wege, dann darfst du auch die Wege verlassen. Und wenn du die Wege verlassen darfst, dann darfst du auch übernachten. Vorausgesetzt, du bist zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen. Ne? Wenn du rüber nach Hessen gehst, sieht die Sache anders aus. Geh nicht nach Hessen. Nein, nicht nach Hessen. Sorry, Hessen. Ist nicht böse gemeint. Aber rein vom Waldrecht her habt ihr halt echt die Arschkarte. So, falls du jetzt diese Karten noch nicht kanntest, ich hatte ja mal kurz erwähnt, es gibt da ja so lustige Übersichtskarten. Da verlinke ich unten mal eine interaktive Karte von irgendeiner staatlichen Institution, auf der man dann eben entsprechend sich sämtliche Schutzgebiete reinschalten lassen kann in eben diese Übersichtskarte. Das Problem ist halt nur, dass das Schutzgebiete sind, die uns halt im Regelfall überhaupt nicht tangieren. Ich glaube, diese Karte, die ich jetzt speziell meine, die hat bloß Naturschutzgebiet drin als das Ding, was uns wirklich betrifft. Die Grenzen vom Nationalpark sind ganz einfach zu googeln, indem man den einen Nationalpark, den man in seinem Bundesland hat. Ganz wenige Bundesländer haben mehr als einen. Niedersachsen zum Beispiel, das ganze Wattenmeer, aber lassen wir das. Wenn man da die Grenzen vom Nationalpark googelt, dann weiß man die auch sofort und dann weiß man, dass man da außerhalb ist. Das gleiche gilt für Biosphärenreservate, das sind auch sehr, 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 sehr große Gebiete. Also musst du dich eigentlich nur um die Naturschutzgebiete kümmern und die sind oft auch fast immer sehr zuverlässig, zum Beispiel auch auf Google Maps eingetragen. Ne? Also,
Folgendes Vorgehen würde ich empfehlen. Such dir ein Gebiet, in dem es viel Wald gibt, wo du gerne hin möchtest, wo du übernachten möchtest. Dann gehst du da, dann guckst du erstmal auf Google Maps, ob es da jetzt schon ein Naturschutzgebiet eingetragen ist. Naturschutzgebiet, nichts anderes, Naturschutzgebiet. Dann guckst du nochmal kurz nach, wo dein entsprechend nächster Nationalpark ist und schaust, dass er nicht da ist, wo du hin willst. Dann guckst du nach, wo das nächste Biosphärenreservat ist und schaust da dass es nicht da ist, wo du hin willst. Und dann müsstest du tatsächlich hoffen, dass vor Ort dann nichts weiter Schlimmes ist, weil alles andere kann dir egal sein. Dann fährst du dahin und wenn du dann am Waldeingang jetzt nicht doch zufällig ein Schild findest, wo drauf steht, es sei doch ein Schutzgebiet, und zwar ein Naturschutzgebiet oder was Schlimmeres, dann kannst du da auch übernachten. So also die Vorgehensweise, wie ich das immer mache. Das sollte auch in Nordrhein-Westfalen funktionieren. Das kann ich sogar beweisen, weil habe ich gestern ja gemacht. Also, mach's gut und der Rest auch und tschüss.